So, wir sind wieder in der Karibik, Leute. Wir sind wieder in der Karibik. Wir sind wieder in der Karibik. Jo, so haben wir die Mannschaft zusammen, nicht wahr? Wir haben eine Karte. Wir haben nur noch kein Schiff. Also, so besorgen wir uns ein Schiff. Wir gehen jetzt erstmal zum Sumpf. Warum gehen wir eigentlich zum Sumpf? Ich will doch ein Schiff haben. Das einzige Schiff, was ich sehe, ist in der Jeffarenbucht. In der Jeffarenbucht. Also gehen wir lieber zur Jeffarenbucht. Und schauen mal, was uns da erwartet. In der Jeffarenbucht. So, Wasserfall. Schauen wir uns mal den Wasserfall an. Haben wir denn hier? Okay, wir müssen auf jeden Fall, da hinten war ein Schiff, das weiß ich noch. Er ist nass. So, benutzen wir mal das Boot einfach. Wir können ja. Oh, die Haifische sind wieder da. Leute, die Haifische sind wieder da. Ah, ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Monkey Island, The Curse von Monkey Island. Island? Nichts Special Edition. Ja. Okay. Die Mucke ist schon wieder. Kann ich schon im Schiff wieder sitzen bleiben und dieser Karibik-Sound. Okay, wir fahren mal zum Piratenschiff. Gucken, ob wir die okay. Meistens geht das ja nicht gut. Entweder ist es eine uralte Art der Piratenfolter oder einfach ein loses Brett. Okay. 15 Mann auf des toten Manns. Was? Wer bist du? Matrose Guybrush Threepwood meldet sich zum Dienst, Sir. Hä? Du siehst nicht aus wie ein Mitglied meiner Mannschaft. Ehrlich, ich bin der Neue. Ich habe nichts von neuen Rekruten gehört. Ich muss das mit meinem Kapitän abklären. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Seegurke. Der erste Mat. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutsch. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutsch? Genau, Kapitän Lutsch. Ja, Captain? Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert oder du musst über die Planke laufen. Federn klingt gut. Wie wär's einfach nur mit Federn? Nein, tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Okay. Das ist immer so eine Sauerei. Und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Okay. Irgendwelche letzten Worte, Sweetboot? Ich bedauere, dass ich nur das eine Leben der Liebe opfern kann. In Ordnung. Hinein mit dir. Schwupp. Super Idee. Da muss ich auch noch selber springen. Das ist komisch. Es hat nicht Platsch gemacht. Platsch. Ah. Platsch. Okay. Was haben wir denn im Inventar? Gezacktes Brotmesser, vielleicht, wenn der uns immer wieder runterschickt. Geteert und gefedert. Gehen wir mal, vielleicht hat die Voodoo-Tante einen Tipp. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr.
Ich muss geteert und gefedert werden, glaube ich. Weil sonst würde das Teerfass da nicht stehen. Komm, gib mal ein bisschen Gas, Junge. Und wir gehen mal die Voodoo-Tante besuchen. Da waren wir lange nicht mehr. Gehen wir mal zum Sumpf. Geteert und gefedert. Das muss ja einen Sinn haben. Und wenn die mich über die Planke schubsen, dann wird das nichts mit dem Teer und Feder. Wegen der Energiekosten oder wie auch immer das hieß. müssen wir mal schauen. Wir müssen also schauen, ob wir eventuell können wir ja die... Ey, Mann, wenn die Planke nicht mehr existiert, dann könnte man eventuell... Komm, wir reden mal mit der. Okay, reden wir mal mit der. Wer sagtest du entführte Elaine? Sie ist vielleicht von den schmutzigen Piraten gestohlen worden, die in der Jefarenbucht ankern. Okay. Jefarenbucht, alles klar. Ich möchte mehr über sichere Haarersatzmethoden wissen. Das kann ich mir vorstellen. Hattest du nicht einen Bart, als ich dich das letzte Mal gesehen habe? Sicher hatte ich einen. Einen wirklich coolen. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Ich möchte mehr über eine Diät, mit der ich leben kann, wissen. Ich werde mit dir Weisheit teilen, welche in meiner Familie seit Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Und? Wie lautet sie? Wenig Fett. Viele Ballaststoffe, das funktioniert. Welche Insel ist das überhaupt? Du bist auf Plunder Island gelandet. Plunder Island? Klingt passend für einen Piraten. Natürlich. Es ist eine Art Altersheim für Ex-Piraten und ihre Gattinnen. Klingt aufregend. In letzter Zeit ist etwas zu viel auf der Insel los gewesen. Alles dreht sich um Gouverneurin Marley, LeChuck und ein gigantisches Hühnchen. Aha, ein Hühnchen? Was war das für eine Sache mit dem gigantischen Hühnchen? Ah ja, Guybrush. Du bist auf einer Insel gelandet, die von der kalten, klammen Hand der Angst umklammert wird. Da hat der Dings auch von geredet, von dem Restaurant. Ein bisschen überdramatisierst. Dies war eine friedliche Insel. Bis das große Biest an unseren Küsten landete. Einige sagen, es wurde geschickt, damit die Inselbewohner für ihre Grausamkeiten bezahlten. Andere sagen, es wäre pures Schicksal. Was auch immer der Antrieb war, es kam. Ein riesiges Hühnchen? Es war El Pollo Diabolo, das gigantische Dämonenhühnchen. So groß wie ein Mann und zweimal so mächtig tragen es seine massiven Unterschenkel mit Leichtigkeit durch den Dschungel. Niemand hat das Biest je gesehen. Aber am Vorabend des Vollmonds kann sein blutgefrierender Schrei in jeder Ecke dieser armen Insel gehört werden. Oh oh. Im Dunkel der Nacht sitzt es geduldig auf der Stange, hält Ausschau, wartet auf den einen Tag. Nein, 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 warte. Erzähl es mir nicht. Lass mich raten. Es brütet einen teuflischen Plan aus. Es durchwandert die Insel und nimmt furchtbare Rache an denen, die seine kleineren Genossen fangen und essen wollen. Oh, oh. Mach mal halblang. Es gab einst andere wie dich, die gegenüber der wahren Natur der Bestie skeptisch eingestellt waren. Aber sie sind jetzt alle tot. Von seinem gefährlichen Schnabel zu einem blutigen Brei gepickt. Aber ich bin sicher, dass du dich vor nichts fürchten musst. Ja, richtig, wie auch immer. Elaine ist auch Gouverneurin dieser Insel? Eigentlich ist Elaine Gouverneurin des gesamten Drei-Inselbereichs, bestehend aus Melee, Booty und Plunder Island. Sie ist in ihrer Festung hier auf Plunder gezogen, nachdem das Küchen- und Gartenpersonal ihr Anwesen auf Booty Island verlassen hat.
Wie bist du nach Plunder Island gekommen? Ich erkannte, dass meine Filiale im Sumpf von Skep Island nicht ideal gelegen war. Also bist du in einen Sumpf auf einer anderen Insel gezogen? Ich sagte gerade, dass ich in die Zukunft sehen kann. Ich habe niemals gesagt, dass ich eine Expertin in Immobilien sei. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. So, okay. Danke für deine Hilfe, muss gehen. Also, lass uns kombinieren. Die haben Teer und Federn. Es gibt ein Riesenhuhn, was sein Unwesen treibt, aber noch keiner gesehen hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der Hotelbesitzer oder Restaurantbesitzer da, wo ich dieses Messer gefunden habe zum Sägen, muss eine Lieferung in der Gefahrenbucht machen mit Hühnchen. Okay. Dann werden wir jetzt mal Panik verbreiten. Also, ich versuche jetzt Folgendes. Das wird nichts, das weiß ich jetzt schon. Ich versuche Folgendes. Ich versuche jetzt erstmal zurück zum Schiff zu kommen. Dann werde ich die Planke zerstören. Ich hoffe, das geht mit meinem Brotmesser. Und wenn ich das gemacht habe, in der Jeff-Fahrenbucht, dann hoffe ich, dass die mich teeren und federn. Und wenn die mich geteert und federn, werde ich als Riesenmonsterhuhn zu dem Restaurantbesitzer zurückrennen. Das ist der Plan. Jetzt bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen. Leute, Leute, ist das aufregend. Ist es aufregend? Aber es ist geil, ne? Ich habe nie gesagt, dass ich Fachmann für Immobilien bin. Okay. Wir benutzen das Boot. So. Fahren jetzt mal wieder zum Piratenschiff. Ich hab so einen Spaß an dem Spiel, das glaubst du nicht. So. Jetzt sind wir da. Jetzt wollen wir versuchen das einfach. Mein Plan ist, die Planke kaputt zu machen. Die Haie gehen mir auch. Okay, das funktioniert. Okay, jetzt sind wir oben. Es ist ein altes, vergammeltes Teerfass. Ich kann jetzt hier rumlaufen. Ich nicht weiter. Wer ist da? Okay. Schon wieder an Bord des Schiffes geschlichen. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber das nächste Mal, dass du über die Planke läufst, wird dein letztes Mal sein. Wie bitte, Kapitän? Vandalen? Mandalen. Jawohl, Sir. Teer und Federn. Ich weiß, dass es das recht macht, aber es ist die einzige Folter, die noch übrig ist. Unser berüchtigter Kapitän hat beschlossen, dass du geteert und gefedert wirst. Schwupp. Geil. Herrlich. Wo kommen jetzt die Federn her? Das wird dir eine Lehre sein. So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Super Idee. So, ich bin geteert und gefedert. Super Idee. Guck mal, wie ich aussehe. Ah, jetzt gehen wir... Jetzt gehen wir zu dem Restaurantbesitzer. Der denkt bestimmt, ich bin ein Hühnchen. Oder Hotel, was das ist. Keine Ahnung. Ist das geil. Ich finde das so super. Den jungen Unternehmer haben wir auch ruiniert. El Diablo kommt jetzt. Das Killerhühnchen. Keine Ahnung, was funktioniert.
haben Sie eine Reservi... Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. Jawohl. Ja, ich habe deine Gefangenen freigelassen und jetzt komme ich, dich zu holen. Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf. Ach, super. Dieses Hühnerfett hat alle Federn abgewischt. Huch, ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner. Das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChimp. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine, winzige Fliege. LeChimp? Ist geil, oder? Der Kapitän ist ein Affe? Also, wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde Sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Geil. Mir ist nicht nach Früchten. Ja, es ist ein Porzellankrug. Mir ist nicht nach Bananen. Wenn er merkt, dass ich hier bin, tut er mir vielleicht etwas noch Schrecklicheres an. Mhm. Okay, das war vielleicht nicht so klug. Was nun? Okay. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem sie Elaine vergraben haben. Es ist eine Reifenschaukel. Tja, hat man jetzt. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Naja, klar. Das war die Zeit mit dem Porzellan, okay? Oh, eine Porzellanvase. Ich mag dieses steife und überzogene Theaterzeugs nicht sonderlich. Außerdem, wenn ich das Theater betreten will, kann ich immer den Bühneneingang benutzen. Ah, Theater. Hinweis auf Theater. Hinweis auf Theater. Okay, Hinweis auf Theater. Eintrittskarten fürs Theater. Theater hatten wir auch irgendwie mal was, aber da sind wir nicht weitergegangen. Wollen wir mal gucken, was wir am Theater erledigen können. Ah, ist schon interessant, ne? El Diablo, das Killerhühnchen. Ein Hinweis aufs Theater war das. Wir müssen zum Theater. Mach mal kein Theater hier. Einfach nur cooler. Cool. Cool. Ein Affe als Captain. Ganze Mannschaft als Affen. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin.
schon eine Menge erledigt hier. Wo war das Theater? Da hinten war das Theater. Da war der Bühneneingang. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da auch noch was erledigt kriegen. Sperrtrappe, Eselskopf, Schauspielermaske. Ich brauche keine Requisiten. Er ist leer, oder nicht? Es ist ein Zauberstab. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Okay. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Nichts in meinem Ärmel. Okay. Was Presto. Ist? Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Okay, was ist das? Das A, C des Bauchredens. Okay. Es ist an sich interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. Ah. A, B, C des Bauchredens. Ah, pass auf, der Affe redet ja nicht. Der Captain. Pass auf, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt wieder zurück, setzen uns wieder in den Eimer und benutzen das Buch mit dem Affen. Mit dem Captain. Mit Captain's Order. Also war der Theaterhinweis doch wichtig. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber okay. Manchmal sind die Wege doch etwas einfacher, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt. Nein, ich will nicht das Schild lesen. Zurück zur Gefahrenbucht. Zur Gefahrenbucht. Wie cool ist das denn? So, wir sind wieder auf dem Weg zur Gefahrenbucht. Guck mal, wie der da immer langläuft, ne? Hammergeil. Zack. Der geht aber auch, ne? Wie eine Dopis. So, benutze Boot. Fahr wieder zum Piratenschiff. Setz dich wieder in den einen Topf. Als Hühnchen geliefert. Und dann machen wir Bauchreden mit dem Captain. Zack. Okay, jetzt versuchen wir das mal. Benutze Bauchrednerbuch. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht.
Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem sie Elaine vergraben haben. Folge dem Pfad mit offenen Augen zum X. Magie X, die markierte Stelle. Ich mag dieses steife und überzogene Theaterzeugs nicht sonderlich. Außerdem, wenn ich das Theater betreten will, kann ich immer den Bühneneingang benutzen. Ich mochte Preiselbeeren noch nie und ich gedenke nicht jetzt. Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein Laib Plünderbrot vorstellen. Ich will kein weiteres Biskuit. Mir ist nicht nach Bananen. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Okay. Ich wusste nicht, dass Mais in den Tropen wächst. Merkwürdig. Der Laderaum ist voller kaputter Ladung. Nein. 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 Er ist leer. Tja, was mach ich denn jetzt? Also, ich habe die Schatzkarte. Da fahren wir jetzt. Da müssen wir jetzt mal. Okay, da müssen wir jetzt die Schatzkarte benutzen. Bam 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 bam. So. Genau. Jetzt gucken wir uns mal die Schatzkarte an. X ist die markierte Stelle. So, auf der Übersichtskarte ist jetzt X die markierte Stelle. Pass auf. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir sind. Man dahin. Ist das da ein Wasserfall oder was? Nass. Bemerkenswert erfrischend. Tja, wo finden wir jetzt ein X, ne? Irgendwo am Strand oder so? Und dann mal auf die Karte gucken. Folge dem Pfad mit offenen Augen zum X. X markiert die Stelle. Folge dem Pfad mit offenen Augen zum X. Folge dem Pfad mit offenen Augen zum X. Ja, machen wir das. Den Pfad mit offenen Augen zum X. Ist hier ein X zu sehen? Hm.
Gehen wir mal zur Festung zurück. Plunder Island Wildhuhn, eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit dem X meinen. Welcher Pfad ist denn gemeint überhaupt? Gut, Leute. Nichtsdestotrotz haben wir ja schon wieder eine halbe Stunde rum. Dann lösen wir das Problem bei der nächsten Folge. Das erhält auch die Spannung. Ich bedanke mich bei euch für eine spaßige Folge. Und vielen Dank für jedes Abo, Like und Kommentar. Bis denn, euer Alter, wenn es wieder heißt, wir suchen noch mal ein bisschen die Satzinsel auf, nicht wahr? Bis denn, ciao, ciao. Thank you.